Alles, was Boeing bekommt, erhält Airbus doch auch. Ich denke, das ist ein Flugzeug, das schon alt ist, bevor es eben sogar geflogen hat. Es kommt der Punkt, wo man sagen muss, stopp. Ich habe gesagt, dass wir alles tun werden, um die Subventionen für Airbus zu stoppen, denn die machen es Boeing schwer, unter gleichen Spielregeln zu konkurrieren. Ich bin enttäuscht, dass die USA diese Konfrontation mit Europa gewählt hat. Das ist die neue A380. Das beste und größte Passagierflugzeug der Welt, sagt Airbus. Bei den mittelgroßen Flugzeugen hat Airbus die Amerikaner bereits überholt. Und sie wollen noch höher hinaus. Das ist eine Boeing der neuen Serie 777. Das sind die besten Langstrecken-Passagierjets der Welt, sagt Boeing. Aber nur das Flugzeug, das am meisten verkauft wird, ist am Ende das Beste. Und das ist das Problem dieser beiden Herren, Boeing-Chef Jim McNerney und sein europäischer Gegner Gustav Humbert. Es sieht aus wie ein Treffen unter Freunden. Aber sie führen einen unerbittlichen Kampf. Sie versuchen sich gegenseitig die Aufträge wegzuschnappen. Es ist ein schon lange währender Konkurrenzkampf. Es gibt nur noch zwei große Hersteller von Fliegern oberhalb von 100 Sitzen. Und das ist nun mal Airbus und das ist nun mal Boeing. Und deshalb guckt jeder jedes Jahr auf diesen Konkurrenzkampf. Wer liegt vorne bei den Auslieferungen, wer liegt vorne bei den Auftragseingängen, wer liegt vorne in der Profitabilität. In den letzten drei Jahren, inklusive 2005, war es Airbus. Mit dem Airbus A380 soll die 40 Jahre dauernde Herrschaft des Boeing-Jumbos über den Flugzeugmarkt endgültig beendet werden. Der Erfolg hat Boeing überrascht. Natürlich, Sie müssen sehen, Boeing ist ein klassisches Unternehmen der Flugzeugindustrie, war jahrzehntelang Monopolist. Und es freut keinen Monopolisten, wenn plötzlich ein Wettbewerber antritt, nicht? Daran musste sich Boeing gewöhnen, aber die Antwort ist da, nicht? Der 787 ist die korrekte und die richtige Antwort. Boeing träumt, dass der 787 Dreamliner das verlorene Monopol zurückbringt. Der Start ist für 2008 geplant. Der Traumvogel soll 20% weniger Betriebskosten verursachen als vergleichbare Flugzeuge. Bereits jetzt gibt es Bestellungen im Wert von mehr als 50 Milliarden Euro. In den USA wird viel Geld in Forschung und Entwicklung investiert. Unheimlich viel Geld ist in das Design der neuen Boeing 777er Serie und des Dreamliners geflossen. Außerdem bekommen sie regionale Steuergelder. In Europa haben wir das nicht so sehr. Hier gibt es Anschubfinanzierungen, die aber zurückgezahlt werden müssen. Beides sind Hilfen für die Hersteller. Die Frage ist, welche soll man akzeptieren? Wir wollen, dass beide Unternehmen die gleichen Spielregeln haben. Airbus und Boeing wollen beide gleiche Spielregeln. Aber ihre Vorstellung davon, was das bedeutet, ist vollkommen unterschiedlich. Der Versuch, dieses Level Playing Field, also gleiche Spielregeln, zu finden, hat zu dem größten Wirtschaftskampf zwischen zwei Weltkonzernen geführt. Es geht um gleiche Spielregeln. Das nutzt beiden Parteien. Airbus sagt das Gleiche. Sie sagen das, also sagen wir es auch. Es ist interessant, dass Sie unseren Ausdruck benutzen, einen amerikanischen Ausdruck, wie Sie wissen. A level playing field. Genau das haben wir von Anfang an gesagt. Wir sagten, dass wir gerne die Bücher öffnen würden und über alle Arten angeblicher Subventionen sprechen wollen.
Boeing hat einen mächtigen Freund, US-Präsident George W. Bush. Es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Boeing ist ein entscheidender Wirtschaftsfaktor in einem Bundesstaat mit 11 Präsidentenwahlstimmen. Im Wahlkampf 2004 braucht Bush hier die Unterstützung von Boeing. Und Boeing die Hilfe von Bush. Der US-Präsident machte Boeings Kampf gegen Airbus um vermeintlich illegale Subventionen zur nationalen Politik. Wir müssen mehr tun, um die Jobs hier in Amerika zu halten. Wir müssen sicherstellen, dass hier der beste Platz in der Welt ist, um mehr Jobs zu schaffen. Wir werden einen freien und fairen Handel sichern. Ich war bei Boeing in Seattle. Ich habe den Leuten dort über fairen Handel erzählt. Ich habe bei Boeing gesagt, dass wir gemeinsam alles tun werden, um die Subventionen für Airbus zu stoppen. Denn die machen es Boeing schwer, unter gleichen und fairen Spielregeln weltweit zu konkurrieren. Zwei Monate nach dieser Wahlkampfrede im Oktober 2004 prallen die USA und Europa in Genf bei der Welthandelsorganisation WTO erstmals aufeinander. Es ist der Beginn eines milliardenschweren Wirtschaftskrieges. Und es ist die Stunde der Anwälte. Die US-Handelsbehörden schießen die erste Salve. Sie beschweren sich beim WTO-Gericht. Ihr Vorwurf an die Europäer: unfaire Subventionen für den europäischen Airbus. Die Europäer schlagen zurück mit einer eigenen Beschwerde. Sie beschuldigen Boeing, selbst enorme Subventionen anzunehmen. I am disappointed that the US. Ich bin enttäuscht, dass die USA diese Konfrontation mit Europa gewählt hat. Amerikas Entscheidung wird, fürchte ich, die größte, schwierigste und teuerste juristische Auseinandersetzung in der Geschichte der WTO entfachen. Es wird auf beiden Seiten hart gekämpft. It will be hard fought on both sides, and I can assure you. Aber ich kann versichern, dass Europas Interesse in jeder Form verteidigt wird. Wirtschaftlich ist Airbus ein großer Erfolg. Aus diesem Grund hat uns Boeing vor das Welthandelsgericht gebracht. Nicht etwa, weil sie Subventionen befürchten. Sie haben Angst vor dem Wettbewerb. Airbus fürchtet den Wettbewerb offenbar nicht. Sie stellen sich dem Konkurrenzkampf im Land des Gegners. Streitobjekt ist ein neues Tankflugzeug für die US-Luftwaffe. Die Maschinen werden verwendet, um Kampfjets während des Fluges aufzutanken. Die meisten der heutigen Tankflugzeuge der US-Luftwaffe sind bereits 42 Jahre alt. Hunderte von neuen Maschinen wollen die Militärs, um auch in Zukunft kriegsbereit zu bleiben. Die Ausschreibung für Tankflugzeuge in Amerika ist für EADS und Airbus von allergrößter Bedeutung, weil es hier um das letzte Boeing-Monopol geht. Und wir sind entschlossen, dieses Boeing-Monopol zu knacken. Wir glauben, wir haben das beste Produkt. Vor allem aber geht es um viel Geld. Rund 50 Milliarden ist der Tankerauftrag wert. Und EADS Airbus ist gut vorbereitet. Ich lasse jetzt die Katze aus dem Sack. Die Stadt Mobile in Alabama ist der neue Standort. Die Entscheidung dazu brauchte lange Zeit. Dort wird es die Airbus-Tankerproduktion und ein Ingenieurzentrum geben. Man muss verstehen, wie die Luftwaffe funktioniert. Die meisten der Luftwaffenleute kommen aus dem Kampfflugzeugbereich. Und was ist sexy für die Luftwaffe? Ein Kampfflugzeug zu haben. Und im Moment in den USA wollen sie die F-22. Das ist sexy. This is so cool.
Aber um ein Kampfflugzeug zu fliegen, braucht man einen Flugzeugtanker. Er ist nicht so sexy, nicht so beliebt, aber sie brauchen ihn unbedingt. Boeing war in der Tankerfrage schlecht gestartet. 2005 hat der Konzern den Mega-Deal schon fast in der Tasche, da platzt das Geschäft im letzten Moment. Der europäische Konkurrent ist nicht gerade traurig. Wir haben großen Respekt vor Boeing. Was vielleicht damals bei den Verhandlungen passiert ist, war nicht korrekt. Aber für uns war es damals schwer, überhaupt einen Wettbewerb zu führen. Das US-Verteidigungsministerium und der Flugzeugriese spielen mit falschen Karten. Eine Einkäuferin des Ministeriums bevorzugt Boeing, weil sie zu Boeing wechseln will. Der Insiderhandel fliegt auf. Interne Pentagon-Dokumente berichten von dem Briefwechsel des damaligen Staatssekretärs der Luftwaffe und der Einkäuferin über den Boeing-Konkurrenten aus Europa. Ganz unter uns, nimm Boeing. Die Idioten in Paris und Berlin haben nie ihre Hausaufgaben gemacht. Und Ralphie ist der Geschäftsführer und Vorsitzender einer Marketingfirma. Denn nichts anderes ist EADS Nordamerika. Ein Artikel des Airbus-Managers Crosby über die Vorzüge des europäischen Tankers wird lächerlich gemacht. Die Pentagon-Verkäuferin? Ich habe den Artikel des neuen Geschäftsführers von EADS Nordamerika mit Abscheu gelesen. Was für ein Quatsch. Der Schleim hätte mich eigentlich nicht überraschen sollen. Sein Tag des jüngsten Gerichtes wird kommen. Hoffentlich. Der Staatssekretär weiß, dass seine Verkäuferin zu Boeing wechselt. Einverstanden. Ich hatte darauf gehofft, dass du geblieben wärst und ihn ganz langsam über die nächsten Jahre gefoltert hättest, bis EADS ihn gefeuert hätte. Diese internen Pentagon-Papiere sind auch Grundlage für eine Untersuchung des Senats. US-Senator John McCain leitet den Ausschuss. Glauben Sie, dass es angemessen ist, Boeing über das Angebot von Airbus zu erzählen? Glauben Sie, dass es angemessen war? Die Nachbesprechung nach jedem Wettbewerb ist angemessen. Die Nutzung von spezifischen Zahlen wäre möglicherweise nicht angemessen. Wenn es vertrauliche Informationen sind, wäre es absolut unangemessen. Wir untersuchen. Die Untersuchung ergibt, dass ein Boeing-Manager der Verkäuferin einen Job angeboten hat, den sie annimmt, bevor sie im Pentagon kündigt. I am concerned about reports that ich bin besorgt, dass Ihr Stellvertreter, der mit der Finanzanalyse beschäftigt war, das Verteidigungsministerium im November 2005 verlassen hat. Dann, später im Januar, hat sie einen Job bei Boeing angenommen. Wie verhindert man, dass ein Arbeitnehmer so einen Job als Belohnung von einer Privatfirma bekommt? Es gibt viele Regularien. Und nach meinem Wissen hat die Verkäuferin Miss Julian diese genau befolgt. Eine Regel ist, dass sie nicht ins Pentagon zurückkehrt, dass sie nicht an Verhandlungen teilnimmt. Seit sie wegging, habe ich sie nicht wieder gesehen. Ein Pentagon-Skandal, der auch Boeing peinlich ist. Boeing hat Mr. Sears und Miss Julian entlassen, weil eine interne Untersuchung ergab, dass sie gegen die Einstellungspolitik von Boeing und ethische Standards verstoßen hatten. Sie haben das Geschäft in den USA gestoppt und wir wissen, es kommt eine neue Ausschreibung. Wir erwarten einen fairen Wettbewerb. Boeing braucht den Milliardenauftrag aus dem Pentagon dringend, um überhaupt mit Airbus im Wettbewerb um die Zivilflugzeuge bestehen zu können. Ich glaube, dass der große Erfolg von Airbus auf dem Weltmarkt, aber auch der Angriff von EADS und Airbus auf dem amerikanischen Tankermarkt und die Situation unseres amerikanischen Wettbewerbers ganz erheblich dazu beigetragen haben, dass in Amerika die Entschlossenheit, den Kampf um die Subventionen aufzunehmen, gewachsen ist. Trotz eigenen Tankerskandals wirft der Boeing-Konzern den Europäern unfairen Wettbewerb vor. Nach wie vor klagen sie die EU an, die Entwicklung der A380, den Stolz von Airbus, durch großzügige und illegale Subventionen gefördert zu haben. Und längst hat der Kampf die große Politik erreicht. Jetzt werfen die Regierungen einander vor, sich nicht an Handelsabkommen zu halten.
Wir würden beide gerne sehen, dass es durch Verhandlungen zu einer Einigung kommt. Die Gespräche laufen und wie Kommissar Mandelson weiß, hoffen wir, dass das Problem gelöst wird. Wenn wir eine schnelle Entscheidung haben wollen, dann könnten wir uns auf ein paar Details einigen und ein tolles Ergebnis präsentieren. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen etwas Besseres. Und wenn das mehr Arbeit und Zeit bedeutet, soll es so sein. Aber die Fronten sind verhärtet und Kompromisse nicht in Sicht. Die Amerikaner sind nur bereit zu verhandeln, wenn Airbus die vermeintlichen Subventionen aufgibt. Für Airbus aber sind es lediglich Anschubfinanzierungen. Und die Europäer sind verstimmt, weil die Supermacht USA die EU vor das internationale Gericht der WTO gezerrt hat. Ich denke, wir waren unglücklich, da ihre Entscheidung unerwartet kam. Es gab keine Vorwarnung. Wir dachten damals, das war nicht der beste Weg, die Differenzen zwischen den beiden Firmen zu beseitigen. Ehrlich gesagt, das denken wir noch immer. Juristische Maßnahmen beim Welthandelsgericht sind nicht der beste Lösungsweg, mit den unterschiedlichen Subventionen umzugehen, die die beiden Firmen von ihren Regierungen auf beiden Seiten des Atlantiks bekommen. Dabei hatten die Flugzeugbauer auf der anderen Seite des Atlantiks zunächst durchaus Verständnis für die Nöte der jungen Airbus-Industrie. Für Flugzeuglobbyist John Douglas vom Verband der amerikanischen Flugzeughersteller sind die Lehrjahre aber längst vorbei. Der Hauptgrund für die Spannung auf amerikanischer Seite sind die sehr billigen Darlehen, die Airbus bekommt, um ihre Produkte zu entwickeln. Das ist der Kernpunkt. Dieses Darlehen war angemessen, als Airbus das Geschäft startete. Jetzt ist es aber eine große und erfolgreiche Firma. Die amerikanische Position ist, dass es jetzt Zeit ist, eine grundsätzliche Einigung mit der Welthandelsorganisation über Subventionen zu treffen. Die Geschichte von Airbus beginnt mit dem Zusammenschluss von vier Ländern. Ziel, die amerikanische Dominanz in der Luftfahrt herauszufordern. Das Konsortium europäischer Luftfahrtunternehmen wird zum klassischen Beispiel dafür, was die EU kann. Ein transatlantisches Abkommen regelt die staatlichen Beteiligungen in der nationalen Flugzeugentwicklung. Nach diesem Abkommen dürfen europäische Regierungen bis zu 33% der Entwicklungskosten eines Flugzeugs mit Darlehen decken, die Airbus später zurückzahlen muss. Für Airbus ein Abkommen, auf das sich das Unternehmen bis heute beruft. Und genau das ist für die Amerikaner und Boeing das Problem. Well, there comes a point where you have to say stop. Nun, irgendwann kommt der Punkt, an dem man Stopp sagen muss. Dann die Tatsache, dass Airbus eine Preispolitik führte, bei der wir nicht mithalten konnten, weil sie diese Anschubfinanzierungen bekamen und Kredite zu Vorzugskonditionen bekommen konnten. Das alles hat unser Geschäft signifikant beeinträchtigt. Es schadet uns. Das ist einer der Gründe, weshalb wir uns an die WTO gewandt haben. Airbus ist ein Prestigeobjekt der EU, der Stolz der Europäer. Die A380 ist das größte Flugzeug, das jemals gebaut wurde. Gleichzeitig aber transportiert die A380 eine bestimmte Vision davon, wie Europa sich entwickelt. Das Flugzeug wird aus Teilen zusammengesetzt, die aus mehreren europäischen Ländern stammen. Die Briten bauen die Tragflächen, den Rumpf und das Interieur liefern die Deutschen und auch die Spanier steuern Teile bei. Die Endmontage erfolgt in Frankreich. Airbus ist zeitweise erfolgreicher als Boeing, weil sie deren eigene Regeln ausspielen. Analysiere den Markt und finde heraus, was die Kunden wollen. Billigflieger, die immer größer werden. Es gehört zur Geschäftsstrategie dieser Billigflieger, mit nur einem einzigen Flugzeugtyp zu agieren. Das Management von Airbus erkennt früh die Richtung des weltweiten Flugzeugmarktes. Mit Hilfe von Subventionen?
Eine Subvention ist eine Zahlung, die am Ende verloren ist, die nicht zurückgezahlt werden muss. Wir zahlen aber unsere Entwicklungskostendarlehen in vollem Umfang zurück, und zwar verzinst. Was ist der Unterschied zwischen Anschubfinanzierung und Subventionen? Well, that's a very good question because das ist eine gute Frage. Anschubfinanzierung und Subvention werden auf amerikanischer Seite fast immer miteinander verglichen. Wenn man sich die Art und Weise anschaut, wie die Regierungen Airbus unterstützen, dann handelt es sich um ein Darlehen, das zurückgezahlt werden muss, und zwar während der Zeit, in der die Flugzeughersteller, in diesem Fall Airbus, ihre Produkte bauen und verkaufen. Es sind keine Subventionen, weil die Regierungen, die Airbus Geld gegeben haben, Gewinne aus ihrem Anschubgeld erzielten. Denn Airbus war in den letzten 15 Jahren mit dem Verkauf seiner verschiedenen Flugzeuge sehr erfolgreich. Boeing sieht das anders. Sie behaupten, dass Airbus seit der Gründung 32 Milliarden Euro Subventionen erhalten hat. Sie meinen, das Geld sei mit vorteilhaften Rückzahlungsbedingungen von den europäischen Regierungen bezahlt worden. Boeing fühlt sich im Wettbewerb benachteiligt. Jetzt wehren sich die Amerikaner mit neuen Flugzeugtypen. Mit der neuen 777-Serie, dem größten Langstreckenflugzeug der Welt. Die Zukunft des US-Unternehmens hängt vom Erfolg dieser Modelle ab. Eine Zukunft, die Boeing nach Brüsseler Darstellung aber nur durch Regierungsgelder und mit NASA-Hilfe entwickeln kann. Es gibt sehr wenige öffentlich zugängliche Dokumente über die indirekte Förderung in Amerika. Aber es gibt eine ganz klare Transparenz in Europa. Sie können in jedem Haushaltsplan nachlesen, wie viel Geld aufgewandt wird für die Förderung der europäischen Industrie. Und ich kann Ihnen ganz klar sagen, die Zinsen sind Marktzinsen, die wir zu zahlen haben. Das wiederum ist eine sehr interessante Aussage, weil nur Airbus Anschubkredite bekommt. Sie beschreiben das als Kredit. Zunächst einmal ist es ein Darlehen, das nur zurückgezahlt wird, wenn das Programm erfolgreich ist. Wenn es scheitert, wenn die Flugzeuge sich nicht verkaufen lassen, wird nicht zurückgezahlt. Zweitens haben wir keine Ahnung, wie hoch die Zinsen sind. Es gibt keine öffentlichen Dokumente, die das beschreiben. Die Auseinandersetzung um die Marktführung spitzt sich mit dem Airbus 380 zu. Aber die Produktion dieses Großflugzeugs geht unabhängig vom Streit der Flugzeugbauer weiter. Der Flieger macht den Boeing-Konstrukteuren Angst. Es ist das größte Passagierflugzeug der Welt, eine ernsthafte Konkurrenz zum jahrelang erfolgreichsten Modell von Boeing, dem Jumbo. Anschubgeld oder Subvention für den Airbus A380? Boeing ist besorgt. Wir wissen zum Beispiel, dass ungefähr 3,3 Milliarden Euro an Airbus gingen, um den riesen A380 zu entwickeln. Von diesem Geld ist bislang nichts zurückgezahlt worden. Bei der A380 hat die Rückzahlungsphase ja auch erst begonnen. Das ist eine Phase, die über viele Jahre gehen wird. Das betrifft auch andere Programme. Wir haben hier eine sehr unterschiedliche Situation in Europa. Zum Beispiel haben wir in Deutschland bis auf die A380-Entwicklungskostendarlehen alles komplett zurückgezahlt. Die A380 benötigt eine längere Start- und Landebahn. Es fallen enorme Nebenkosten an. So geht der Streit nicht nur um Subventionen zur Herstellung des Flugzeuges. Die notwendigen Flughafenumbauten beschäftigen nicht nur die Umweltschützer und die Anwohner in der Nähe der Flughäfen. Sie beschäftigen auch Boeing. Mehr als 750 Millionen Euro wurden von Hamburg in das Airbus-Werk dort investiert. In die Landebahnverlängerung, damit der A380 dort starten und landen kann. Mehr als 750 Millionen Euro. Es ist weltweit Standard, dass Regierungen und lokale Regierungen, Bezirksregierungen die Standortbedingungen schaffen und die Infrastrukturmaßnahmen machen. Das ist im Staate Washington, in Seattle nicht anders, als das in Hamburg ist.
Hier wird nur wieder versucht, abzulenken und ein neues Schlachtfeld aufzumachen. Das eigentliche Schlachtfeld der Flugzeugbauer aber ist das System, mit dem man in Zukunft fliegen wird. Boeing ist davon überzeugt, dass die Passagiere bald nur noch nonstop reisen wollen. Sie nennen es Point to Point. Passagiere fliegen vom Heimatflughafen bis zum Zielflughafen ohne Umsteigen. Auch bei Langstreckenflügen. Wir denken, dass die Fluggesellschaften versuchen werden, mehr Direktflüge anzubieten von Point to Point, statt über einen Drehkreuzflughafen zu reisen und die Maschine zu wechseln. Deshalb unsere Langstreckenflugzeuge, die 747-8 und der Dreamliner. Wir denken, das ist der Weg in die Zukunft. Um aber auch mit der A380 von Airbus konkurrieren zu können, hat Boeing einen besonderen Plan entwickelt. Statt Millionen für eine völlig neue Konstruktion auszugeben, haben sie das Modell 747 überarbeitet und um ca. 4 Meter verlängert. 450 Passagiere haben darin Platz. So entstand die Boeing 747-8. Also ich freue mich um den Wettbewerb. Wir haben uns immer dem Wettbewerb gestellt und eigentlich sind wir im Wettbewerb groß geworden und heute die Nummer 1 geworden. Und ja, ich wünsche Boeing viel Glück beim Verkauf der Strich-8. Ich denke, das ist ein Flugzeug, das schon alt ist, bevor es eben sogar geflogen hat. Der Spott des europäischen Konkurrenten berührt die Amerikaner wenig. Der Grund: Boeing erlebt einen Ansturm von Bestellungen für ihren neuen mittelgroßen Jet. Über 800 Flieger der neuen 777-Serie sind bereits bestellt. Die Aufträge der internationalen Fluglinien sind für Boeing eine Bestätigung dafür, dass sie die richtige Strategie gewählt haben. Die Kunden wollen hauptsächlich in mittelgroßen Jets ohne Unterbrechung fliegen, statt mit großräumigen Jumbos, die nicht überall landen können. Die Zukunft auf dem Markt sind Langstreckenflugzeuge mit 250 bis 300 Sitzplätzen, behauptet Boeing. Der Airbus A380 ist demnach keine große Konkurrenz. Boeing geht davon aus, dass in den nächsten 20 Jahren nur ein Bedarf von Großflugzeugen in der Größenordnung von rund 270 Flugzeugen sein wird. Das ist also ein sehr kleiner Markt. Während allerdings Airbus geht davon aus, dass sie über 1200 Flugzeuge nachgefragt werden. Der Markt oder die Kunden werden entscheiden, wer recht hat in der Zukunft. Das ist die unterschiedliche Strategie. Im Frühjahr 2006 muss Airbus in Hamburg noch ein besonderes Hindernis überwinden. Ein Problem viel größer als das der US-Konkurrenz mit ihren mittelgroßen Langstrecklern. In ihrem Hamburger Werk muss sich die A380 einem strengen Sicherheits- und Evakuierungstest unterziehen. Innerhalb von 90 Sekunden müssen 873 Leute das Flugzeug verlassen können. Wenn es nicht klappt, muss die Zahl der Sitzplätze entsprechend reduziert werden. Weniger Sitzplätze aber würden den Verkauf des Flugzeugs erschweren. Eine Bruchlandung für Airbus, so die Hoffnung von Boeing. Airbus besteht den Test. Airbus ist nun ohne Druck. Für die Auslieferung der Maschinen Ende 2006 kann der Zeitplan eingehalten werden. Über 60 Flughäfen weltweit haben Millionen Euro ausgegeben, um sich der großen Passagierzahl des Superfliegers anzupassen. Das sind die sogenannten Hub- oder Drehkreuzflughäfen. Also was Land auf, Land ab, Point to Point versus Hub-to-Hub genannt wird, ist eigentlich eine Ideologie unseren Konkurrenten, unseren Freunden aus Seattle, die eigentlich meinen, es gibt keinen Markt mehr für große Flugzeuge, weil die 747 sich nicht mehr so recht verkauft. Die Ursache dafür war eigentlich natürlich, dass die Airlines alle die A380 gewählt hatten.
Dennoch will Airbus jetzt selbst ein super Langstreckenflugzeug entwickeln, den Airbus A350. Der mittelgroße Flieger soll Boeings Superstar, dem Dreamliner, am Himmel die Show stehlen und die Airbus-Bosse zum Träumen bringen. Wir stehen für einen Traum, der wahr geworden ist. Mit einem Flugzeug, das geplant, gebaut und ausgeliefert wird. Unser Flugzeug in seinen zwei Fassungen ist 10% größer als der Dreamliner. Unser Flugzeug wird sehr wichtig sein für die Erweiterung des Flugzeugmarktes. Mit dem Dreamliner, der 2008 auf den Markt kommen soll und sich bisher gut verkauft, wollen die Amerikaner endlich wieder an Airbus vorbeiziehen. Sie vertrauen auf die Qualitäten ihres Traumfliegers. Die angedrohte Konkurrenz durch die A350 nimmt Boeing nicht wirklich ernst. Die A350, so wie wir sie verstehen, ist eigentlich nur eine Ableitung von der A340-Familie. Irgendwann ist es vorbei mit diesen Imitationen. Man muss ein neues Flugzeug entwickeln. Im Oktober 2005 stellt Airbus in Paris offiziell die A350 vor. Wieder ist eine europäische Finanzspritze im Gespräch. Die Briten haben mehr als 500 Millionen Euro für die Einführung versprochen. Und Airbus weiß, dass ihnen damit weiterer Ärger aus Übersee ins Haus steht. What is this airplane? Was ist das für ein Flugzeug, das die Leute in Seattle und Washington so beunruhigt, dass sie mit einem Handelskrieg anfangen? Nun, es ist das höchstentwickelte Flugzeug des 21. Jahrhunderts. Wir werden viel von unserem A380 übernehmen, der 2006 auf den Markt kommt. Das neue Flugzeug wird 2010 fertig sein. Also haben wir noch 4 Jahre Zeit, um die neue Technologie für den 350 zu entwickeln. With this announcement of EADS BA Systems and Airbus, mit der Ankündigung von EADS Airbus und der europäischen Regierungen, dass wir kein Anschubgeld für die A350 nehmen werden, haben wir eine klare Aussage an die US-Regierung und Boeing gegeben. Wir haben damit die Voraussetzung für konstruktive Verhandlungen gegeben. Wir haben diese Tür aufgemacht und das ist eine klare Botschaft. Wir hoffen, dass die weisen Männer bei Boeing, und es gibt viele von denen, darauf entsprechend reagieren. In einer vernünftigen Art, wie wir es erwarten. Die Antwort aus Washington auf dieses generöse Angebot aus Paris lässt nicht lange auf sich warten. Die Amerikaner trauen den Europäern nicht. Die US-Handelsvertreter schreiben: Es ist eindeutig, dass die europäischen Länder nicht bereit sind, die Subvention für Airbus zu beenden. Deshalb werden wir den WTO-Fall weiter vorantreiben. Das Angebot, die Auszahlung der Anschubfinanzierung, die diese Länder bereits zugesagt haben, zu verschieben, beruhigt uns nicht. Ich bin Amerikaner und wenn ich höre, dass Airbus etwas Illegales getan hat, wenn Subventionen irgendwie illegal sind, weil wir Anschubgeld von der Regierung bekommen, dann werde ich richtig wütend. Ich bin absolut entsetzt, denn ich weiß, dass meine US-Kollegen über 3 Milliarden Dollar Steuergelder bekommen haben, um den Dreamliner zu entwickeln. Ich denke, das geht zu weit. Man sieht, dass Airbus in die Defensive geht. Wir glauben, wir haben eine starke Position. Wir wollen die Abschaffung von Anschubgeldern. Wir wollen gleiche Spielregeln. Und wenn die Welthandelsorganisation eine Entscheidung treffen muss, das ist für uns völlig in Ordnung. Der Ton wird rauer. Jetzt droht ein hässlicher Wirtschaftskrieg. Derjenige, der vor Gericht verliert, könnte auf anderen Handelsebenen zurückschlagen. USA und Europa sagen, sie wollen eine Lösung, aber keiner bewegt sich. Über eine nicht gelöste Auseinandersetzung schwebt die ganze Zeit der juristische Prozess. Die Verhandlung kann jahrelang dauern, wenn man die Verfahrensweise der Welthandelsorganisation berücksichtigt. Je länger es dauert, desto belastender wird es. Und langsam sieht man aus wie ein müder Kämpfer. Aber die Kämpfer finden kein Ende. Man streitet sich sogar um die Interpretation der Erfolgsbilanzen.
Airbus brüstet sich im Januar 2006 wieder mehr Flugzeugaufträge erhalten zu haben als Boeing. Tatsächlich hatte Airbus in 2005 mehr Aufträge für Flugzeuge mit zwei Sitzreihen, sogenannte Einzelgangmaschinen. Boeing aber hatte wesentlich mehr Bestellungen für Flieger mit den teuren Dreisitzreihen, die sogenannten Doppelgangmaschinen. Letztlich aber ist es der Streit um die Vormachtstellung. Jeder will der Erste sein, nur keiner gibt es zu. Boeing ist sehr aggressiv auf dem Markt, weil sie nicht akzeptieren können, dass es zwei Monopole gibt, ein Duopol. Wir haben gesagt, dass es nicht unser Ziel ist, 60%, 70% oder 80% zu haben. Wir wollen den Markt 50-50 aufteilen. Sie können kein Duopol akzeptieren. Ich habe keine Ahnung, was Sie damit meinen, dass wir keinen Duopolmarkt akzeptieren können. Ich kann Ihnen nur sagen, wir tun alles dafür, um erfolgreich auf dem Markt zu sein. Natürlich werden wir manchmal über 50% Anteil haben und manchmal weniger. Unser Ziel ist, im Laufe der Zeit 50% plus zu erreichen. Was aber wäre, wenn die Rivalen zusammen jubeln würden über den jeweiligen Erfolg des anderen? Airbus freut sich über das Ergebnis bei Boeing und die über das Resultat bei Airbus. Ein Nachteil ist, wenn man mit einer Konkurrenz wie Airbus zu tun hat. Die sind auf der anderen Seite der Welt. In Seattle haben wir viele Computerfirmen, die sich einen harten Wettbewerb liefern. Aber was schön ist, am Ende des Tages können sie sich auf ein Bier treffen. Ihre Kinder gehen in die gleichen Schulen und wir in die gleichen Clubs. Leider können wir das mit unseren Airbus-Freunden nicht machen. Auch wenn sie die Gelegenheit hätten. Ob die Manager von Airbus wirklich zusammen mit Boeing-Managern in die gleichen Clubs gehen würden, das ist allerdings fraglich. Ohne Frage, beide wollen einen neuen Freund haben. China. Das Reich der Mitte ist das neue Spielfeld von Boeing und Airbus im Kampf um die weltweite Führung. Dieser Markt ist zu groß, um ihn kampflos dem Freund auf der anderen Seite des Atlantiks zu überlassen. Denn das 1,4 Milliarden Volk braucht jede Menge Flugzeuge, und zwar schnell. Boeing ist schon seit den 70er Jahren auf dem chinesischen Markt erfolgreich. Sie verkauften ihre ersten Flugzeuge 6 Jahre, bevor es überhaupt diplomatische Beziehungen zwischen China und den USA gab. In den nächsten 20 Jahren werden 2600 Flugzeuge an China geliefert. Das macht China zum zweitgrößten Markt außerhalb der USA. April 2006. Der chinesische Präsident besucht das Boeing-Werk in Seattle. Die Kooperation zwischen Boeing und China ist ein klassisches Beispiel für eine profitable bilaterale Handelsbeziehung zwischen den USA und China. Noch besteht die chinesische Flugzeugflotte zu 70% aus Boeing-Maschinen. Und die Amerikaner erwarten in den kommenden 20 Jahren weitere chinesische Großaufträge. Das will auch Airbus. Und setzt dabei auf die Strategie, sich die wirtschaftlichen Gegebenheiten in China zunutze zu machen. In Beijing bauen die Europäer ein großes Trainingszentrum für Flug- und technisches Personal. Dies fördert den Verkauf von Airbus-Maschinen, weil die Chinesen auf Airbus-Simulatoren ausgebildet werden. Airbus will in China einen großen Anteil am Markt erobern. Noch aber liegt der Konzern im Dauerwettkampf mit Boeing hinten. Wir wollen erreichen, dass wir 50% des Flugzeugmarktes in China abdecken. Das sind Flugzeuge mit über 100 Sitzplätzen. Das ist unser Ziel, mit unseren Wettbewerbern gleichzuziehen.
as compared to our competitor. Außerdem wollen wir unsere industrielle Kooperation mit der chinesischen Flugzeugindustrie deutlich ausbauen. Airbus stellt den Chinesen den Bau einer Flugzeugfabrik in Aussicht. Diese Entscheidung soll sie an Europa binden. Aber die Kooperation könnte auch Selbstmord bedeuten. Einige befürchten, dass die europäische Technologie von den Chinesen kopiert wird. Ich glaube, unser Schutz gegen einen Technologietransfer ist, dass man hier investieren muss. Mehr Forschung und Entwicklung für die Zukunft. Wir müssen gegenüber der Konkurrenz in der technischen Entwicklung immer einen Schritt im Voraus sein. Airbus hat einen Fuß in der Tür, weil Beijing es erlaubt. Aber die chinesische Regierung lässt keinen der beiden Wettbewerber zu stark werden. Das nämlich ist nicht im Interesse der Chinesen. Ihre Strategie ist einfach. Lade die Ausländer ein, spiele sie gegeneinander aus und lerne ihr Geschäft. Besteht die Gefahr, dass beide Firmen untergehen? Auf längere Sicht könnten beide verlieren. Wenn man sieht, dass in bestimmten Teilen der Erde rasante technische Fortschritte gemacht werden. Es stellt sich daher die Frage, warum zwei starke Alliierte, die USA und Europa, eine gerichtliche Auseinandersetzung haben, wenn beide sagen, dass sie ihre Probleme am liebsten durch Gespräche lösen würden. Der chinesischen Großmacht ist der Luftkrieg zwischen Amerikanern und Europäern egal. Beijing hat nämlich eigene Pläne und Ziele. China hat ein gigantisches Potenzial bei der Herstellung von Zivilflugzeugen. Heute brauchen wir die ausländischen Flugzeughersteller, aber wir werden unsere eigene Flugzeugindustrie entwickeln und zweigängige Passagierflugzeuge herstellen. Wir werden mit Boeing und Airbus konkurrieren. Der 11. Fünfjahresplan der Partei hat diese Maßnahme schon beschlossen. Das ist das Ziel unseres Landes. Ob Boeing oder Airbus die nächste Schlacht gewinnt, der Kampf wird weitergehen. Und irgendwann wird ein dritter Gegner mitmischen. Vielleicht sogar entscheidend.